Liebe Versammelten, es ist nur Gnade, dass wir heute alle da sein dürfen. Und deshalb freue ich mich heute in dieser Morgenstunde, alle Geschwister, alle Gäste und alle Kinder begrüßen zu dürfen. Wir lesen uns heute eine bekannte Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Diejenigen, die die Bibel dabei haben, dürfen aufschlagen. Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Verse 22 bis 25. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See, und die Wellen überfielen sie, und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es entstand eine Stille. Er sprach aber zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam. Wir haben gelesen, es geschah an irgendeinem Tag, wo Jesus mit den Jüngern in ein Boot stieg, und er sagte zu ihnen: Lasst uns über den See fahren. Und so stießen sie in See. Und es verging eine Zeit, und plötzlich kam ein Sturm auf, und sie waren wirklich von diesem Sturm sehr überrascht. Ich habe nachgeschlagen und gelesen, dass der See Genezareth so circa 212, genauer gesagt, Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Das heißt, wenn die Winde dann über das Hochland fegen, so fallen sie wirklich mit einer sehr großen Kraft in die Tiefe, und dadurch entstehen auch auf der See sehr, sehr starke Stürme. Und wirklich mit sehr großen, meterhohen, zum Teil meterhohen Wellen. Und wir haben gelesen, die Wellen schlugen über das Schiff, und die Jünger, man kann sagen, sie kämpften in dieser Situation, in diesem Augenblick um ihr Leben. Sie standen wirklich in einer sehr großen Gefahr. So könnte man vielleicht denken, wenn wir das alles so in die Augen uns führen lassen, wie kann denn eigentlich das sein? Jesus Christus ist doch persönlich mit ihnen im Schiff. Jesus Christus ist doch an Bord, und er persönlich gab ja die Anweisung, den Jüngern loszufahren. Und nun lässt er seine Jünger in so eine Gefahr hineinkommen. Wisst ihr, liebe Versammelten, es ist vielleicht genau das, was die Menschen, auch wir manchmal persönlich, also auch ich in meinem Leben so, nicht so leicht verstehen können. Wir wissen es, oder wir haben es erfahren, dass unser Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, und dass ihm, nur ihm allein, wirklich alle Macht auf der Erde und im Himmel gegeben ist. Und wir fragen uns oft, warum lässt er denn eigentlich jetzt in dieser Situation seine Boten in solche eine unangenehme und gefährliche Situation kommen? Und auch wir können so manches in unserem Leben überhaupt nicht verstehen. Aber wenn wir so nachdenken, dann werden wir feststellen, dass das Evangelium, welches wir heute lesen können, es heißt nicht: Glaube an Jesus Christus und dir wird im Leben nichts geschehen. Glaube an ihn und du wirst beschirmt sein von allen Problemen, von allen Sorgen, und dir wird kein Leid begegnen. Glaube an ihn und dein Leben wird wirklich rund laufen, wie man es sagt. Nehmen wir zum Beispiel Apostel Paulus. Auch er erlebte persönlich auf seinen Reisen wirklich einiges. Und es ist nicht nur Verfolgung von den Juden gewesen, sondern es waren auch ganz normale Unfälle, die auch damals schon gab. Und lasst uns aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 24 bis 26 lesen. 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 24 bis 26.
Von den Juden habe ich 5 erhalten, 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich bin 3 mit Stöcken geschlagen, 1 gesteinigt worden. 3 habe ich Schiffbruch erlitten, 1 und 1 trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern und so weiter. Liebe Versammelten, und das ist die Wirklichkeit, kann man sagen, unseres Glaubens. Mit Jesus zu leben heißt es nicht, dass wir von allem Elend, von den Krankheiten, von Unfällen im Leben verschont werden. Das Entscheidende am Glauben an Jesus Christus ist, dass wir durch das Opfer, welches auf Golgatha geschehen ist, dass wir erlöst sind. Jesus geht es in erster Linie auch darum, um uns für die Ewigkeit mit ihm auch uns zu erretten. Und natürlich kommen solche schwierigen Lebensabschnitte in unserem Leben, wo dann der Mensch dann einfach anfängt, an der Liebe, vielleicht an der Allmacht auch unseres Gottes zu zweifeln. Wisst ihr, die Vorteile, die man sich vielleicht vom Leben so oft mit Jesus Christus erhofft hat, sie sind nicht eingetroffen. Und deshalb wendet sich so manch einer von Jesus Christus auch ab. Und man muss sagen, dass es in der letzten Zeit bei den Menschen besonders zu einem Problem geworden ist, dass sie von Gott wirklich nur alles Gute erwarten. Sie denken, Gott ist nur für das Gute zuständig. Sie erwarten, dass es ihnen gut geht. Auch das Leid muss in ihrem Leben gelindert werden. Für die Probleme, da muss Gott für die Lösungen suchen. Und wisst ihr, sie meinen, wenn das nicht so funktioniert in dem persönlichen Leben, dann stimmt etwas mit dem Glauben an Jesus Christus nicht. Aber wir wissen, liebe Versammelten, so ist es nicht. Auch wenn Jesus bei uns ist, auch dann werden die Wellen über unser Boot, über uns zusammenschlagen. Aber das Entscheidende ist, wenn solche Wellen auch über uns schlagen, dass Jesus Christus, wie in dieser Geschichte, auch wirklich bei uns in unserem Boot ist. Dann ist es egal, ob wir vielleicht auch aus dieser Welt irgendwann, vielleicht auch vorzeitig scheiden müssen oder vielleicht doch noch irgendwie mit einem Haar davonkommen. Wichtig ist, dass wir Jesus Christus an unserem Bord haben. Wir lesen auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12. Denn wer Jesus hat oder wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer Jesus Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Liebe Versammelten, nur Jesus Christus kann uns wirklich das wahre Leben geben. Wer Jesus nicht hat, er ist auch nicht erlöst. Er hat keine Hoffnung und das heißt, er hat auch keine Zukunft mit Jesus Christus. Und deshalb gibt es keine wichtigere Frage in unserem Leben, ob es uns im Leben gut geht und wir glücklich sind, oder vielleicht geht es in unserem Leben schlecht und wir sind oft im Leben traurig. Die wichtigste Frage ist immer noch die gleiche. Habe ich Jesus persönlich in meinem Leben? Ist er in meinem Lebensboot auch wirklich mit drin? Und möge der Herr uns wirklich helfen, darüber Klarheit zu bekommen. Und wisst ihr, nachdem Jesus den Sturm zur Ruhe brachte, dann sprach er zu den Jüngern, so wie wir gelesen haben, wo ist euer Glauben? Wo ist euer Vertrauen? Vielleicht fragt sich heute jemand von uns, warum eigentlich Jesus solche Worte zu den Jüngern sagt. Warum eigentlich Jesus so in diesem Moment reagiert? Sie haben ihn doch gewählt. Und in der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, in der Not bei Gott die Zuflucht zu suchen. Und genau das haben ja auch die Jünger getan, aber werden dennoch von Jesus zurechtgewiesen. Also ich meine, dass Jesus Christus, er hat es wahrgenommen, wie eigentlich in welcher Haltung die Jünger ihn angesprochen hatten. Man könnte vielleicht diese Haltung einfach so beschreiben oder mit anderen Worten sagen, Jesus, warum schläfst du?
Während wir hier um unser Leben kämpfen, merkst du denn nicht, dass wir in einer großen Gefahr sind und dass wir bald umkommen werden? Jetzt ist in diesem Moment jeder gefragt, auch du könntest vielleicht das Wasser aus dem Boot hinausschütten oder zu schaufeln. Wir merken, liebe Versammelten, in ihrer Verzweiflung verloren sie sogar die Übersicht und trauten nicht zu oder Jesus nicht zu, dass er eigentlich der Herr der Lage ist. Obwohl sie schon eigentlich in ihrem Leben viele Wunder mit Jesus erlebt hatten, sie sahen viele Wunder. Sie dachten wahrscheinlich, dass diese Situation, in der sie sich befinden, dass die alle Möglichkeiten des Herrn Jesus Christus übersteigen wird. Und deshalb waren sie erstaunt, als Jesus dann den Sturm stillte, wo er dann sagte, sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Ich meine, Geschwister, liebe Versammelten, auch wir können so oft in unserem Leben mit den Jüngern mitfühlen. Auch wenn wir oft in diesem Sturm des Lebens sind, so fällt es uns wirklich schwer, manchmal zu verstehen oder zu begreifen, immer wieder aufs Neue, dass Jesus Christus eigentlich der Herr unseres Lebens ist. Er ist allein der Herr der Lage. Aber wisst ihr, das ist Unglaube. Wenn wir voller Angst und Sorgen auf die Umstände unseres Lebens blicken und verlieren das Vertrauen auf Gott, dann ist es Unglaube. Wie der Prediger sagt im Kapitel 11, Vers 4, Prediger Kapitel 11, Vers 4, wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Also wir können sagen, wer auf den Wind und die Wolken achtet, der lebt im Unglauben. Der Glaubende aber, er sieht direkt auf den Herrn. Er weiß, Jesus ist bei mir. Er kann sicher sagen, Jesus ist der Herr meines Lebens. Er ist der Herr der Lage, selbst wenn mir persönlich oft im Leben der Überblick fällt und ich selber dabei zu leiden habe. Aber Jesus Christus, er ist da. Liebe Versammelten, Jesus möchte, dass wir in unserem Leben nur alleine mit ihm unterwegs sind und auch wirklich in unserem Leben mit ihm rechnen können. Dann werden wir es merken, so wie die Jünger damals es gemerkt haben, dass er im Prinzip die komplette Kontrolle über unser Leben nie verliert. Und wir werden lernen, immer ruhig und still ihm auch vertrauen können. Und deshalb soll es, liebe Versammelten, in unserem Leben darum gehen, dass wir wirklich trotz allen Hindernissen, trotz allen Verwirrungen, vielleicht Ängsten und Nöten in unserem Leben doch versuchen oder lernen vielleicht durch das Wort Gott persönlich zu vertrauen. So wie es einem Gedicht heißt, Glaube, Glaube und Vertraue, Glaube wider allen Schein, Glaube, Glaube und Vertraue, Glaube und der Sieg ist dein. Glaube, Glaube und Vertraue, glaube fest und zweifle nicht. Glaube, Glaube und Vertraue, Jesus hält, was er verspricht. Und ihn wollen wir auch jetzt loben und preisen und ihm auch dafür wirklich den Dank bringen. Amen. Lass uns